So überwindet dein Hund seine Ängste. Nachhaltigkeit entsteht durch kleinschrittige Prozesse. Ich möchte dir das heute am Thema Finja ganz einfach mal erklären. Stellvertretend für alle Probleme, die du vielleicht hast, hatte ich mit ihr das Thema ins Auto einsteigen. Und heute, Finja, hopp, ist es so, dass sie sehr gerne hier reinspringt und auch wieder sehr locker quasi rauskommt und wir damit kein großes Problem mehr haben. Und diese Nachhaltigkeit entsteht einfach durch... Siehst du, jetzt springt sie schon von ganz alleine rein. Kommen wir da raus. Hey, hey, ist auch da. Und diese Nachhaltigkeit, dass man damit kein Problem hat, also kein Blockieren, kein Rückwärtsdenken, keine Angst, keine Panik mehr, entsteht einfach durch kleine Prozesse. Und diese Prozesse will ich dir ganz einfach erklären, weil dann kannst du es auch anwenden und dann hat dein Hund vielleicht nicht mehr so viel Angst. So, im Endeffekt ist es so, dass du natürlich erstmal dein Problem ein Stück weit definieren musst. Also was hast du jetzt? Wovor hat dein Hund Angst? Treppensteigen, Untergründe, Menschen, ins Auto einsteigen, das ist jetzt nur stellvertretend, das musst du für dich natürlich erstmal klar definieren. Und jetzt musst du sehr kleinschrittig denken. Und Kleinschrittigkeit bedeutet, du musst auch mal mit Notizen, das ist das, was wir unseren Kunden im Coaching auch immer zeigen, durch Checklisten, durch Ideen, durch Strategien, durch Erfahrungen, wie man wirklich Probleme tatsächlich ändert. Wie habe ich das mit Finja gemacht? Als erstes war mir klar im ersten Step, dass die Nähe des Autos ein Problem darstellt. Das heißt, du bist nur in die Nähe des Autos gekommen und schon gab es Rückwärtsdenken und Probleme. Das heißt, das ist der erste Step, den ich erlösen muss. Ich kann ja nicht parallel das schon machen, das schon machen, das schon machen, sondern ich muss ja erstmal einen Step lösen. Das ist nämlich dann Schritt 1. Und das heißt, ich muss das in den Alltag einbauen und sehr oft wiederholen. Was heißt das? Ganz einfach, ich laufe mit ihr permanent, ja, einfach am Auto vorbei. So, ich will gar nicht einsteigen, ich öffne keine Türen, sondern ich gehe einfach nur vorbei. Und das mache ich mit einer hohen Schlagzahl. Ist ganz einfach, wenn man ständig am Auto vorbeigeht. Das zweite Thema war, was man bei ihr auch gesehen hat, ist dieses Springen. Also dieses Hoch- und Reinspringen war ein Problem. Und deswegen habe ich das als zweiten Step gesehen, dieses Springen. Und das habe ich erstmal woanders geübt. Das heißt, ich habe zum Beispiel draußen im Wald mit Hey Hey, also ich habe meine anderen Hunde dazu genutzt als Vorteil. Was ist denn hier eigentlich los? Hier ist große Hundeparty. So, das heißt, ich habe zum Beispiel andere Hindernisse genutzt. Über Bäume springen, auf Treppenstufen aufsteigen, ins Zimmer reinspringen. Also stellvertretende Sachen gesucht, um dieses Hüpfen positiver zu gestalten mit positivem Feedback. Das nächste ist, als wir es geschafft haben, dass sie in das Auto reinspringt, ich habe das zum Beispiel auch durch die Schiebetüren gemacht und bin dann da so rein und rausgesprungen, haben wir das Aushalten geübt. Das bedeutet, in der Nähe des Autos bleiben. Zum Anfang war es so, einfach nur dran vorbeigehen, die Nähe erstmal überhaupt aushalten und jetzt es verlängern. Das heißt, generalisieren und üben. Ganz, ganz wichtig. Und diese Veränderung, sehr kleinschrittig über Wochen, also sie ist jetzt so circa 5-6 Wochen ungefähr bei uns, wir haben das Thema aber in 3-4 Wochen gelöst, haben wir durch diese kleinschrittigen Steps gemacht. Natürlich braucht man jetzt hier ein bisschen Erfahrung, gutes Bauchgefühl, Videoanalysen, wie gut sieht es aus, kann man schon einen Schritt weitergehen, ja oder nein, klar, das macht nachher ja auch individuelles Training aus. Am Ende ist es aber, was du verstehen musst, ist, dass das sehr kleinschrittig sein muss, weil wenn du in der ersten Woche das alles hier schon am Auto versuchst zu trainieren, wird dein Hund sich permanent, und du hast ein schlechtes Gefühl und weißt nicht, wie du damit umgehst. Das ist eine große Gefahr. Und am Ende war das letzte Problem, dass sie Stress beim Autofahren hatte, also so mit Sabbern und wenn es zu kurvenreich war, hat sie auch ein, zwei Mal gebrochen. Das änderst du natürlich dann einfach durchs Machen. Ja, wir waren jetzt auch in Urlaub mit ihr in Österreich zum Wandern und mit den Kids und es funktioniert einfach super. Wir haben damit kein Thema mehr und das nur in 5-6 Wochen. Wäre ich anders damit umgegangen, hätte ich das Problem wahrscheinlich heute noch. Das möchte ich dir einfach mitgeben. Es ist und bleibt ein Prozess. Die Übungen hören natürlich nie auf. www.hundetrainer-stevekaier.de, wenn du Hilfe bei solchen Prozessen brauchst. Wir sind die richtigen Ansprechpartner für dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao.